So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Gannikus News. Für alle, die es vielleicht bisher nicht gewusst haben, die News hier gibt es genau wie den Podcast nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify und iTunes bzw. Apple Podcasts heißt das Ganze mittlerweile, so viel ich weiß. Also jeder, der es beispielsweise im Training oder im Auto nur auf dem Ohr haben möchte, dem sei hiermit eine der beiden Audio-Plattformen empfohlen. Ich will gar nicht viel vorweg erzählen, weil wie immer gibt es eine strikte Agenda. Vielleicht eine Sache am Rande: der Mike und der William, letzte Woche noch Thema gewesen, haben sich auf jeden Fall meines Wissens nach ausgesprochen und ihren Disput beigelegt. Offensichtlich hat der Mike den William dann doch noch wiedererkannt und es konnten weitere Entgleisungen abgewendet werden. Da müssen wir definitiv kein neues Fass aufmachen. Finde ich natürlich gut, obwohl mir so ein Podcast auch Spaß gemacht hätte mit den beiden. Ich habe zusätzlich zu der Geschichte die für mich wichtigsten Themen der letzten Woche rausgesucht und darüber werden wir natürlich sprechen. Scheut euch wie immer nicht und schreibt gerne auch eure Meinung zu den einzelnen Themen in die Kommentare. Aber bevor wir starten, machen wir noch ganz schnell ein allgemeines Update. Und zwar ist unter anderem wichtig für euch zu wissen, dass unser Vitamin D3K2 Backup wieder auf Lager ist. Da könnt ihr also ab sofort aus dem Vollen schöpfen und bei Bedarf natürlich euren Warenkorb mit anderen Supplements aus dem Sortiment erweitern. Beispielsweise mit diesen leckeren Peach Eistee ERAs, die ich gerade trinke. Ihr findet die ganzen Produkte dem Namen entsprechend auf gannikus-original.de und das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, ihr unterstützt weiterhin mit jedem Kauf unsere Arbeit. Dazu zählt in dem Fall auch diese Sendung hier, aber auch beispielsweise der Podcast mit, wie ihr wisst, wöchentlich wechselnden Gästen. Auch wichtig zu erwähnen, habe ich mir hier notiert, ist, dass wir dauerhaft und weiterhin nach Verstärkung für unser Team suchen. Dafür am besten direkt übers Magazin die Stellenanzeigen abchecken. Ihr werdet den Weg dorthin finden. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass unter anderem Online-Redakteure gesucht werden. Sprich, wenn ihr euch dafür qualifiziert erachtet, schickt uns gerne eine Bewerbung. Auch die Mailadresse, wo ihr die Bewerbung hinschicken solltet, werdet ihr finden. Ansonsten werft wie immer einen Blick in die aktuellste Podcast-Folge, in dem Fall mit der lieben Martina Olesch. Da wurde wieder über 2 Stunden Mehrwert geliefert. Ich hoffe, ähnlich gehaltvoll wird es heute auch, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Ganz entspannt legen wir los mit Thema Nummer 1 und das führt uns in dem Fall zu Michal Grzo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Falls hier Slowaken in der Community sind, bitte gerne berichtigen. Der Michal Grzo war jedenfalls lange Zeit, kann man sagen, das Aushängeschild der IFBB Elite Pro League, hat sich dann aber dazu entschlossen, sich ja sozusagen der größtmöglichen Konkurrenz zu stellen und dementsprechend in der NPC angeschlossenen IFBB Pro League an den Start zu gehen. Das einzige Problem an dem Plan war, dass er eben noch keine Pro Card für die IFBB Pro League hatte und erstmal einen NPC Pro Qualifier gewinnen musste. Das hat er jetzt am vergangenen Wochenende beim Mr. Olympia Amateur in Italien geschafft. Also er hat sowohl das Superschwergewicht als auch das Gesamtsiegerstechen für sich entschieden, insgesamt mehr als verdient. Da gab es zumindest meiner Meinung nach nichts dran zu rütteln. Im Endeffekt ist es ja so, wie er auf der Bühne steht, schon heute ein Profikörper, aber durch die Abspaltung der Verbände, ich meine, das war auch 2017, muss so ein Michal Grzo halt die Extrameile gehen. Klar, man hätte da jetzt sicher auch wieder eine Ausnahme machen können, aber Regeln sind Regeln und diese Special Invites und diese verteilten Geschenke lassen eben auch immer sehr viel Spielraum für Mauscheleien, sag ich mal. Für Michal Grzo war das jetzt sowieso eher Schaulaufen, ohne All-In gehen zu müssen. Das habe zumindest ich so gesehen. Der war dort quasi ja konkurrenzlos und gefühlt 20 bis 25 Kilo schwerer als der Rest und ich hatte das ja schon vor ein paar Wochen gesagt, eigentlich hätte sich jeder Teilnehmer, der sich den Wettkampf ausgesucht hat, irgendeinen anderen Termin suchen müssen, weil da gab es unterm Strich nicht wirklich was zu gewinnen. Competition ist immer gut, aber bei aller Liebe, man muss auch realistisch bleiben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie so ein Michal Grzo bei den Profis abschneiden wird. Er hat auf jeden Fall schon vorher bekannt gegeben gehabt, bei der Prag Pro starten zu wollen, sofern er seine Pro-Card bis dahin geholt hat. Dazu wird es Ende Oktober kommen und unter anderem trifft er in Prag dann auf Enrico, also Enrico Hoffmann, einer unserer
deutschen IFBB-Pros. Auch Adolf Burkhardt wird am Start sein. Steve Bentin auch, nur nicht in der offenen Klasse. Enrico hat den Michael damals in Prag, ich meine, es ging da 2017 um die Pro-Card. Enrico wurde Pro, der Michael nicht. Er hat ihn schon mal geschlagen. Also in der Zwischenzeit hat sich sicherlich viel getan. Beide sind besser geworden. Dementsprechend wird es sicher ein spannendes Wiedersehen. Aber man muss sagen, der Enrico weiß, wie man den Kollegen schlägt. Ich muss an der Stelle so ein bisschen auch die Euphorie um Michael Criso dämpfen. Weil ja, der Junge hat definitiv sehr viel Potenzial. Aber IFBB Pro League ist halt IFBB Pro League. Und da wird am Ende jede Schwäche bestraft. Jetzt in Italien beispielsweise war er ja weit entfernt von Maximalleistung, was sicher auch einkalkuliert war, weil es einfach nicht benötigt wurde. Aber gerade in Sachen Härte muss er schon eine Schippe drauflegen, auch wenn die Bilder besser aussahen als die Videos. Der wird nicht bis 100% gegangen sein, weil 80 unterm Strich ausreichend waren für die konkurrierenden Athleten vor Ort. Gerade so Schwächen im Posing verzeiht man dir im Amateurbereich halt auch eher als bei den Profis. Und dann kann es auch mal gut sein, dass man so einen kleinen Realitätscheck bekommt. Natürlich kann er das Ding in Prag gewinnen. Ihr wisst aber, was ich meine. Ich habe schon Pferde kotzen sehen. Oder irgendwie so sagt man doch. Man darf halt nachher nicht überrascht sein, wenn so ein Wunderkind auch mal durchgereicht wird und Vierter oder Fünfter wird. Schreibt aber gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass Michael Criso in Prag gewinnen wird oder ob ihr beispielsweise Enrico vorne seht. Mehr vom Line-Up habe ich jetzt bis auf Adolf tatsächlich gerade nicht parat, aber werden wir noch drauf kommen. Ihr Lieben, wie wäre es, wenn ihr jetzt kurz auf Pause drückt und nach unten in die Infobox scrollt und euch bei unserem E-Mail-Newsletter anmeldet? Ich verspreche euch eins, es erwartet euch kein typischer 0815-Newsletter mit zigtausend Rabattaktionen, sondern ein richtiger Newsletter mit Mehrwert. Ihr wisst, Mehrwert wird bei Garnicus ganz groß geschrieben und ihr sollt natürlich auch ganz viel davon bekommen. Was meine ich damit? Ihr bekommt ein Weekly Update, was in der Szene los ist. Ihr erfahrt als erstes von Aktionen. Ihr bekommt Tipps und Tricks an die Hand, Insider-Infos, über die sonst niemand so gerne spricht und vieles mehr. Natürlich erfahrt ihr auch als allererstes, wenn ein Produkt wieder auf Lager ist und könnt direkt zuschlagen. Es ist wirklich ein cooler Newsletter, ein exklusiver Newsletter und nutzt die Chance und meldet euch an, staubt ein Goodie ab und wir freuen uns auf euch. Wir kommen zum nächsten Thema bzw. zum nächsten Wettkampf. Also heute ist es wieder sehr Bodybuilding-lastig. Es geht um die NPC Worldwide Wider Classic, die am Wochenende in Friedberg stattgefunden hat. Und zwar gibt es da zumindest für einen kurzen Umriss, den wir hier machen wollen, eigentlich nur einen Athleten, über den man reden muss. Und das ist Patrick Teutsch. Kein Disrespekt an die anderen Athleten, aber das war schon eine Ausnahmeleistung. Jetzt wird man sich zu Recht fragen, NPC und Patrick Teutsch, passt das zusammen? Der ist doch eigentlich Naturalathlet und dort gibt es ja keine Tests beim NPC. Das stimmt, aber Patrick hatte ja schon angekündigt, trotz seiner Naturalausrichtung auch mal an ungetesteten Wettkämpfen sein Können unter Beweis stellen zu wollen. Und das hat er hiermit sehr erfolgreich, muss man sagen, auf seiner To-Do-Liste abgehakt. Eigentlich kann man sagen, er hat alles gewonnen, was er hat gewinnen können. Insgesamt 8 Goldmedaillen hat er mit nach Hause genommen. Es ging los mit dem ersten Platz in der Classic Physique True Novice Klasse. Die ist ausschließlich für Athleten gedacht, die noch nie in der NPC gestartet sind. Dann ging es weiter mit dem ersten Platz in der Classic Physique Novice Klasse für alle Athleten, die noch nie in der Top 3 gelandet sind. Ich finde das so ein bisschen kompliziert und irgendwie wirkt das für mich auch sehr aufgesetzt, so viele Klassen zu haben, aber sei es drum. Der Patrick hat auch die Klasse gewonnen, gefolgt von einem Klassensieg in der Classic Physique Klasse B und einem Triumph im Gesamtsiegerstechen der Classic Physique. Dasselbe, also wir waren bisher bei 4 Goldmedaillen, also nochmal 4 Goldmedaillen obendrauf, hat er dann wiederholt fürs Bodybuilding, sprich nochmal für Siege in True Novice, Novice, Bodybuilding bis 90 Kilo und Gesamtsiegerstechen bekommen. Da kann man erstmal nicht viel mehr machen als gratulieren. Absolute Ausnahmeleistung. Insgesamt finde ich auch den
Umgang von beiden Seiten sehr gut. Das habe ich sehr positiv wahrgenommen. Also sowohl aus dem Netty-Lager als auch aus dem Enhanced-Lager habe ich jetzt nicht unbedingt gehässige Stimmen mitbekommen. Kann natürlich auch sein, ich habe es nur nicht gesehen, aber mir ist zum Beispiel ein Martin Hahn wieder sehr positiv aufgefallen, wie er über Patricks Leistung gesprochen und das Ganze so ein bisschen ins Verhältnis gerückt hat. Unterm Strich kann Patrick Teutsch jetzt bei der Dennis James Classic die Pro-Card holen, wenn er sich da auch durchsetzen sollte. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die Konkurrenz dort größer sein wird, weil das jetzt war eben ein Regional und die Dennis James Classic ist ein Pro-Qualifier. Da kann halt auch mal einer von außerhalb kommen, den man so aktuell vielleicht in unseren Gefilden nicht auf dem Schirm hat. Man muss jetzt ja auch mal sagen, selbst wenn Patrick Teutsch nicht Netty wäre, was ich nicht so sehe, obwohl die Tests ja auch was anderes sagen. So viel nehmen wird der gar nicht können, dass es annähernd da rankommen würde, was manche Athleten schon auf dem Level an Stoff konsumieren. Er muss ja wirklich auch irgendwie diese GNBF-Tests bestehen. Das waren bei ihm dieses Jahr schon 2. Ich kann da immer nicht diese verbandgesteuerte Verschwörung sehen, die manch einer für möglich hält. Also für mich ist Patrick einfach ein Ausnahmeathlet, von denen es welche da draußen geben muss. Noch dazu macht er den Sport jetzt seit gefühlten Ewigkeiten und mit einer Konsequenz, die den allermeisten Leuten da draußen, die immer den Mund aufmachen, einfach fehlt. Wenn dann am Schluss Elite-Genetik auf jahrelange Disziplin trifft, muss sowas in der Art ja bei rumkommen. Ich fände es auf jeden Fall spannend, wenn ich hier die ganze Zeit die Flagge für jemanden hochhalte und der uns am Ende trotzdem an der Nase herumführt. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus. Schreibt aber auch hier eure Ansicht in die Kommentare, weil ich weiß schon, es gibt da definitiv andere Meinungen. Auf jeden Fall liebe Grüße an der Stelle und herzlichen Glückwunsch an Patrick und natürlich auch bestes Gelingen bei der Dennis James Classic. Auch Ende Oktober, ich meine am selben Wochenende wie die Prag Pro. Als nächstes würde ich sagen, widmen wir uns den beiden Profi-Wettkämpfen vom vergangenen Wochenende. Einmal war das die Legion Sports Pro in Reno, Nevada. Gewonnen hat da Tonio Burton vor Justin Rodriguez, Rashid Aldecker, Stan DeLongo und Jamie Christian Johal. Sicherlich für den einen oder anderen eine Überraschung, weil Tonio Burton ja vor nicht allzu langer Zeit noch 212er-Athlet war, aber im Endeffekt war das absolut verdient und fair gewertet, auch wenn sich das ein Justin Rodriguez und seine Kollegen sicher anders vorgestellt haben. Ich denke, wir werden jetzt immer öfter sehen, dass 212er-Athleten ihr Glück auch in der offenen Klasse versuchen. Zum einen hat es schlichtweg mehr Prestige und mehr Exposure, mehr Glamour, mehr Shine und zum anderen gibt es einfach mehr Geld zu verdienen. Unterm Strich konnte man diese Vorstöße ja schon bei anderen Protagonisten sehen, sei es jetzt ein Sean Clarida oder auch ein Kamal Elgani oder jetzt auch ein Derek Lunsford mit seinem Special Invite für die Offene. Die können durchaus mithalten, vor allem, wenn die Judges nicht unbedingt nur den, ich sag mal, aufgeblasenen Muscle-Look bevorzugen. Man hat es ja, ich weiß gar nicht, welcher Wettkampf war das, als Akeem Williams gegen Kamal Elgani gewonnen hat. Ich will jetzt nicht sagen, das war streitbar, aber ich glaube, es gab auch andere Meinungen. Ich würde wahrscheinlich sowieso auch die offene und die 212er-Klasse zusammenlegen, was ja auch schon mal so gewesen ist und auch gut funktioniert hat. Ich denke da an Namen wie Lee Priest, Rich Gaspari oder seinerzeit auch ein Franco Colombo. Die haben ja alle gezeigt, dass es im Bodybuilding vor allem darum geht, eine gewisse Illusion zu erzeugen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir machen auf jeden Fall weiter mit der Tsunami Pro, hieß das Ganze, glaube ich. Die war in Italien, also nochmal Wochen nach dem ersten Profi-Wettkampf in Italien gab es einen nächsten. Damals war ja der Roman Fritz dabei, jetzt der Enrico Hoffmann. Wir kommen also zu deutscher Beteiligung. Gewonnen hat den Wettkampf James Hollingshead vor Alfred Ciriak und Mark Hector. Auf dem 4. Platz kam dann auch schon mit Enrico Hoffmann ein sehr gelungenes Debüt in der offenen Klasse. Ich persönlich muss sagen, dass ich Enrico weiter vorne gesehen hätte. Gerade die Härte war, muss man sagen, phänomenal. Und auch anhand der Callouts hätte man sicher eine bessere Platzierung reininterpretieren können. Er wurde ja sogar in die Mitte gestellt. Für mich ist Enrico einer der ausgeglichensten, wenn nicht sogar
der ausgeglichenste Athlet, den wir in der Sparte in Deutschland haben. Das muss man an der Stelle sagen. Auch Max Madsen sollte da die Credits bekommen, weil er macht mit Enrico zusammen sehr gute Arbeit. Ich hatte da ja so ein bisschen die Befürchtung, dass Enrico eventuell nach der Pause nicht mehr so stark zurückkommt. Er ist ja jetzt auch Papa geworden und manchmal verschieben sich da die Prioritäten. In dem Fall gab es aber offenbar keinen Grund zur Sorge, wie man an der Form jetzt sehr deutlich erkennen kann. Ich habe auch einen Kommentar gelesen oder gehört, kam auch aus englischsprachigen Interviews und Recaps. Da hat man James Hollingshead als den Athleten mit der besten Condition bezeichnet. Aber jetzt rein subjektiv aus meiner Wahrnehmung war Enrico eine Ecke härter, muss ich definitiv sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Prag Pro, wenn Enrico sich beispielsweise mit Michael Grisso misst. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Enrico jetzt in Italien weiter vorne gesehen habt oder tatsächlich den James oder die anderen beiden Athleten, die sich da noch zwischendrin eingereiht haben. Von mir auf jeden Fall Glückwünsche zum sehr starken Abschneiden, zum sehr gelungenen Profidebüt in der offenen Klasse, muss man ja so spezifizieren, weil Enrico war schon in der 212er-Klasse am Start. Und an der Stelle natürlich auch bestes Gelingen in Prag. An der Stelle muss ich noch ein kleines Follow-up zu letzter Woche liefern. Da gab es auf der Yamamoto Pro in Italien noch einen Vorfall in der Classic-Physik, den ich hier noch thematisieren möchte. Ich weiß nicht, ob Skandal das passende Wort ist. Das könnt und sollt ihr für euch selbst entscheiden und auch gerne in die Kommentare schreiben. Es war so, und da springen wir auf der Zeitachse noch ein Stückchen weiter zurück, dass bei der Arnold Classic UK gleich drei Athleten das Gewichtslimit in der Classic nicht gepackt haben und sich dementsprechend in andere Klassen einschreiben mussten. Peter Molnar und José Buerri-Berry sind dann in die 212. Kuba Sielen ist sogar in die offene mit insgesamt sehr unterschiedlichen Ergebnissen für die Athleten. Ich meine, man hat ihnen eine Stunde gegeben, um noch was am Gewicht zu machen, haben sie aber augenscheinlich nicht geschafft. Fakt ist, die drei konnten dann nicht in der Klasse starten, wo sie hätten starten wollen. Jetzt spulen wir vor zum Yamamoto Cup in Italien, wo ein italienischer Athlet namens Giuseppe Zagarella, der es an dem Tag ebenfalls nicht ins Gewichtslimit geschafft hat, nicht eine Stunde, sondern einen Tag bzw. eine Nacht extra bekommen hat, um doch noch die nötigen Pfunde loszuwerden. Aufgedeckt hat das Ganze Wesley Wissers, der zwar am Ende siegreich war, aber trotzdem etwas vom Glauben abgefallen ist, weil eben zumindest auf den ersten Blick mit zweierlei Maß gemessen wurde. Ich meine, bei Nick Trigilli wird das Ganze so ein bisschen als Cheaten seitens des Athleten verkauft, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, aber da wird ja sowieso ganz gerne mal der Clickbait bis zum Endlevel getrieben. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Schiedsrichter, der beim Fußball einen Elfmeter gibt, der keiner war. Klar gibt es da jetzt Spieler, die sagen, dass sie eigentlich nicht gefoult wurden, aber die meisten nehmen so ein Geschenk einfach dankend an. Cheaten wäre, wenn man den Schiedsrichter dafür bezahlt hätte, was in den allerseltensten Fällen so ist. Der Giuseppe Zagarella wird da jetzt auch nicht den Veranstalter bezahlt haben. Das war, wenn dann, eher ein Geschenk, das, so wie ich das interpretiere, sicher alle Athleten an dem Wochenende bekommen hätten. Und da sind wir auch beim Punkt, den ich machen will. Sowohl in England als auch in Italien waren die Voraussetzungen für die Athleten ja dieselben. Einmal haben sie eine Stunde bekommen, einmal einen Tag, aber es hat eine allgemeine Bevorteilung beziehungsweise Benachteiligung stattgefunden. Vielleicht hat man die Regeln gebeugt, beziehungsweise es gibt dafür schlichtweg keine, was aber beides für mich nur wieder aufzeigt, wie dilettantisch der weltweit professionellste Bodybuilding-Verband bei sowas agiert. Cheaten ist für mich was anderes, auch wenn sich italienischer Athlet bei einem italienischen Wettkampf erstmal ungünstig anhören mag. Was man halt ganz einfach machen muss, sind feste Regeln, wann das Wiegen stattfindet und wie viel Zeit ein Athlet bekommt, falls er zu schwer gewogen wird. Man kann auch sagen, wer die Waage nicht schafft, ist raus, dann gibt es gar keine Diskussion. Dafür braucht es aber ein Regelwerk, das vorher fixiert werden muss. Ich weiß jetzt an der Stelle nicht, ob es sowas nicht eventuell gibt und sich nur nicht dran gehalten wird. Beides wäre ähnlich dilettantisch, aber beides würde mich auch nicht wundern. Theoretisch kann man das auch für jeden Wettkampf neu bestimmen, weil der Zeitplan ja gerne mal anders ist.
jetzt geht der eine Wettkampf über 3 Tage, der andere nur über 2 und so weiter und so fort. Aber die Athleten müssen halt im Vorfeld wissen, worauf sie achten sollten. Wobei in dem speziellen Fall, sage ich jetzt ganz ehrlich, sind Nachteil und Vorteil meinen Informationen zufolge gleichermaßen verteilt gewesen. Ich verstehe aber natürlich auch, dass es für die Beteiligten sehr viel besser wäre, wenn es einen festgelegten Standard dafür gäbe. So, dann widmen wir uns zu guter Letzt nochmal etwas dem Gossip-Bereich, wenn man das in dem Fall so nennen kann. Und zwar geht es um Steve Bentin, der will in Zukunft bei OnlyFans mitmischen und dementsprechend expliziten Content gegen Bezahlung anbieten. Jetzt gibt es ja Plattformen wie Instagram, da wird man für freizügigere Bilder und Videos auch mal gesperrt, aber auf OnlyFans wiederum sind solche Inhalte gang und gäbe. Beziehungsweise man kann sagen, fast schon erwünscht. Dass der Steve kein Kind von Traurigkeit ist, wissen glaube ich mittlerweile alle, die sich näher mit ihm beschäftigt haben. Er ist ja in der Vergangenheit auch sehr offen mit dieser Hans-Hoffmann-Thematik umgegangen und hat sogar seinen Zweitkanal auf YouTube so benannt. Selbstverständlich gibt es auch andere Athleten, die keine Kinder von Traurigkeit sind, nur gehen die nicht ganz so transparent damit an die Öffentlichkeit. Jetzt könnt ihr euch selbst überlegen, was euch lieber ist. Auf jeden Fall ist Bodybuilding auf dem Level ein teurer Sport, der auch bezahlt werden muss. Steve hat natürlich den ein oder anderen Sponsor, aber die größten Sprünge wird man da auch nicht machen können und über mehr Geld würde sich wohl kaum jemand beschweren. Im Endeffekt ist es heutzutage auch irgendwo eine normale Verdienstmöglichkeit geworden, die sich noch dazu im legalen Rahmen befindet. Das muss man ganz einfach so festhalten. Für mich wäre es jetzt nicht die erste Alternative, wahrscheinlich wäre es sogar überhaupt gar keine Alternative für mich, aber es ist ja immer ein Unterschied, was man selbst davon hält und was andere machen. Wie gesagt, da gibt es ja noch andere und weniger legale Optionen, an mehr Geld zu kommen, die vom einen oder anderen auch in Erwägung gezogen werden. Ich verstehe bei sowas immer diese doppelmoralische Empörung nicht. Auf der einen Seite ist man irgendwie den ganzen Abend auf Pornhub unterwegs und spielt 5 gegen Willi. Auf der anderen Seite macht man dann gerne mal so einen gekünstelten Aufstand, wenn jemand Content aus ja eben genau dieser Sparte herstellt und zur Verfügung stellt. Ich weiß, das ist immer leicht, als anonymer Internet-Rambo mit Ronnie Coleman-Avatar täglich seine Meinung zu wechseln, aber wenn es einem nicht gefällt, dann guckt man es halt einfach nicht an. Ich werde es auch vermeiden, mir Steves OnlyFans-Profil anzuschauen, aber deswegen muss ich jetzt nicht so tun, als wäre ich der moralisch erhabene Klostermönch, wenn es eben nicht so ist. Es ist wie immer Leben und Leben lassen, vor allem wenn man gleichzeitig andere Athleten feiert, die halt nicht im Internet rumprosaunen, dass sie nebenbei Unmengen an Stoff verticken. In dem Zusammenhang würde ich, wenn, dann eher zu Steve sagen, dass sozusagen Standbeine sind, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht für immer bedient werden können. Also Bodybuilding, Sponsorings und OnlyFans sind halt zum Teil endlich und irgendwann wird man davon nicht mehr seine Miete bezahlen können. Deshalb würde ich Steve sagen, dass er nicht vergessen soll, sich auch für die Zukunft zu wappnen. Aber mir ist wirklich völlig egal, ob er da im Zweifel auch Nacktbilder bei OnlyFans reinpackt. Das sind ja nicht meine Nacktbilder und ich muss es mir auch nicht anschauen, also muss es mich auch nicht stören. Eventuell veräppelt uns der Steve ja auch, weil was wirklich Konkretes gibt es bisher nicht, außer auf Instagram die Ankündigung. Aber wie dem auch sei, ich schwinge da mal wieder die Toleranzkeule, vor allem wenn man den Content ganz einfach durch Nicht-Klicken vermeiden kann. Schreibt aber gerne in die Kommentare, was ihr von Steves OnlyFans-Vorhaben haltet. Und an der Stelle sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich habe nichts weiteres für die Episode auf dem Plan. Nächste Woche gibt es wie gewohnt die nächste Folge. Bis dahin, kurz und schmerzlos, bleibt gesund, macht's gut und auf Wiedersehen.